Und damit willkommen zurück zu Pokémon Rüstung. Wir sind hier im Dojo. Oder vorm Dojo. Aber was passiert denn hier? Oh je, dann ist die neue Schülerin also wieder nach Hause gegangen? Ja, es scheint so. Dabei habe ich sie doch so elegant abgeholt. Nach unserem Kampf ist sie völlig unvermittelt aufgebrochen. Ach, wie schade. Ich hatte mich so darauf gefreut, ein neues Mitglied in unsere kleine Familie aufnehmen zu können. Oh? Hm? Ja, genau so übersetzt man das. Bist du etwa die Neue, die heute unserem Dojo beitreten wollte? Nun, es ist so. Ganz richtig, das ist sie. Nach ihrem plötzlichen Verschwinden hatte ich wahrscheinlich nicht mehr mit ihr gerechnet. Welch Konfusion. Aber das ist nicht von Belang. Denn es ist mir eine große Freude, dich wiederzusehen. Ich freue mich auch sehr, dich kennenzulernen. Wie war noch gleich dein Name? Maike. Aber klar doch, Maike. Wobei, irgendwie sagt mir der Name nichts. Aber ach, das wird schon stimmen. Ich heiße jedenfalls Enir und bin die Hausherrin des Master-Dojos, während mein Mann es leitet. Aber wir sind hier alle wie eine große Familie. Du kannst mich daher einfach Enir nennen. Verflixt, was macht sie denn hier? So war das nicht geplant. Haben mich meine Fähigkeiten als Seher etwa im Stich gelassen? Niemand darf erfahren, dass ich der Hausherrin eine wunderschöne kleine Lüge aufgetischt habe. Dieser liebenswerte Sonderling ist Saverior, wie du mittlerweile schon weißt. Er hat es sich zum Ziel gemacht, Arenaleiter zu werden und trainiert dafür bei uns. Wo Arenaleiter? Hier? Will er jemanden ersetzen oder so? Ich hoffe, dass ihr zwei gute Freunde werdet. Naja, gewiss doch, auf gute Zusammenarbeit. Ach, wie unhöflich von mir. Ich kann doch einen Gast, der sicher erschöpft von der langen Reise ist, nicht so lange draußen stehen lassen. Bitte komm doch mit ins Dojo. Ignoriere einfach den leichten Schweißgeruch. Okay. Ich würde dir nahelegen, in dir nicht zu verraten, was wirklich an der Station geschehen ist. Sonst wirst du noch dein blaues Wunder erleben. Hab ich nicht vorgehabt. Alles gut. Hä, wer bist du denn? Okay. Ich dachte, ich hätte ein Pokémon gesehen. Oder ein Kung Fu Panda! Aber das werden wir ja noch sehen. Hier ist noch was glänzend. Na komm. Mini-Pilz können wir verkaufen. Nice. Ein Expertengurt. Versteckt sehr effektive Attacken. Oh. Naja. Nicht schlecht. Wir wollen ja eh unser Gala Fleckmon entwickeln. Okay, gibt's nichts auf dem Feld. Hier auch nicht. Wollen wir uns hier mal umgucken? Eigentlich will ich mich schon ein bisschen umgucken. Deshalb mache ich das einfach. Was? Ach, Haspiros sind hier wieder. Das ist ein Item. Oh, es sind TM sogar. Nee. Sah nur wegen dem Schein so aus. Ist ein normales Item. Doch nicht. Was? Fokusstoß. Anwender erhöht seinen mentalen Fokus und greift dann an. Senkt eventuell Spezialverteidigung des Ziels. Ist eine gute Attacke, aber habe ich gerade keinen Bock, irgendwen beizudringen. Sorry, aber das ist auch hundertprozentig ein normales Item hier. Oder was ist das denn? Galanus. Ach, das fressen Fragments, ne? Ein Zweig eines Baumes namens Galanus, der in Teilen der Galar-Region wächst. Er dient als Material zur Herstellung von Schmuck für ein bestimmtes Pokémon. Hey, hier ist ein Dickter. Das Dickter kehrt zu seinem Trainer zurück. Es verstecken sich noch 17 Dickters in Grußgefilde. Okay. Flächen KP plus. Leute, das war einfach random. Ich hab's random einfach gerade gesehen. Und jetzt verstehe ich auch diese Quest mit den Dickdas. Ja, jetzt verstehe ich das. Oh, da ist uns noch eins. Hier, oder? Ist das hier eins? Nee. Hier ist keins. Nee, dann wegen dem Shader so ein bisschen aus. Okay. Keine Ahnung. Kann ich meinem Fleckmon das geben und entwickelt sich oder so? Ich gebe ihm das mal. Vielleicht kann er was damit anfangen. Mal schauen. Vielleicht entwickelt er sich ja sofort. Ich hätte noch einen Kingschein theoretisch. Falls wir einen Lasho King haben wollen. Gala Lasho King. Rein ins Dojo!
alle mal herhören, ich möchte euch jemanden vorstellen. Das hier ist Maike, sie wird ab heute gemeinsam mit euch trainieren. Willkommen im Master Dojo! All unsere Schüler trainieren stets fleißig und ernsthaft. Sie sind mit Herz und Seele dabei. Hm? Du stehst nicht in meiner Schülerdatenbank, aber du stehst in unserem Dojo. Ach, das sieht man aber selten, dass du einen Neuling grüßen kommst, mein Schatz. Das ist mein Sohn Hortensio. Bist du ein Systemfehler oder so? Hm, ja, das solltest du mal ausprobieren. EP-Pin? Ist das ein OP-Ding oder was? Ein Glücksbringer, der Pokémon mehr Erfahrungspunkte erhalten lässt. Im Inneren scheint eine Art Maschine zu stecken. Oh Gott. Ja, Pokémon-Rüstung wird dann auch easy. Da steckt von mir entwickelte Technologie drin. Spiel also ja nicht daran rum, sondern machst du es nur kaputt. Sonst machst du es nur kaputt. Ich kann nicht lesen, Digga. Er ist ein geschickter Bastler und tüftelt allerlei Dinge aus. Ich bin so stolz auf ihn. Und der umwerfend gut aussehende Herr dort hinten ist mein lieber Ehemann. Er leitet das Master Dojo. Hallöle, ich bin der Maastricht. Bei Pokémon-Kämpfen bin ich zäh wie eine Schuhsohle. Freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen. Schankedön, mich freut's auch. Du bist auch eine Ulknudel, was? Das gefällt mir. Mein Mann erlaubt sich gerne meinen Scherz, aber lass dich davon nicht täuschen. Wenn er ernst macht, ist nicht mit ihm zu spaßen. Also dann, Liebling, den Rest überlasse ich dir. Jawohl, ja. Ach, auf den nächsten Teil freue ich mich immer am meisten. Wir zwei sehen jetzt nämlich ein kleines Kämpfchen aus Market. Ich muss schließlich herausfinden, was du so auf den Kasten hast. Bist du bereit? Sag Bescheid. I'm ready! Na, bist du bereit für unseren Kampf? Ja. Gut, dann kann es ja losgehen. Zeig mir, was du euch im Holz zugeschnitzt bist. Maastricht. Das Vieh ist nice. Linfu, ja, war ja klar. Gift, Bro. Jawohl, ja, dann zeig mir mal, was du so drauf hast. Warte, Linfu ist normal oder Kampf oder beides? Ich gehe mal lieber zu. Mit wem ich kämpfen? Ich will mit Tutini kämpfen, let's go. Tutini! Kehrtwende. Oh, ich wusste nicht, dass er Kehrtwende hat. Was ist denn ein anderes Pokémon? Shinux? Er hat einen Shinux! Oh, wie süß. Okay. Houtini. Habe ich irgendwas gegen Elektro? Mein Team ist echt nicht so gut aufgeworden. Ja, ich spiele auch nur so just for fun ein bisschen, aber ich glaube, Kursi könnte ein bisschen was regeln. Shinux müsste nur Elektro sein. Und dann das andere Ding, das ist, glaube ich, Kampf? Oder normal? Ich bin mir echt nicht sicher. Was? Das hat was Effektives gegen mich? Ach, man, ey. Was soll denn das? Das wäre aber aggressiv, du. Juwelenkraft. So. Und Muschelglocke halt mich ein kleines Stückchen. So. Jetzt kommt sein Ninfu. Oh, da hast du mir aber ganz schön in die Enge getrieben. Tja. Oh, stimmt. Ach, bin ich dumm. Warum setze ich das ein? Ich habe sogar nicht nachgedacht. Ich dachte, das wäre auch gut. Aber ja, es ist Kampf. Am Ende habe ich Blödsinn. Egal. Eissturm müsste reichen. Nein, 1 KP,
Dein Ernst jetzt? Der überlebt mit einem KP. Junge. Das gibt es nicht. Gott. Brüstung ist auf Dauer keine gute Fähigkeit. Nur am Anfang halt. Und meine Verteidigung sinkt halt immer mehr und mehr. Aber wir haben gewonnen. Und das war ja auch kein schwerer Kampf. Aber ich muss auf jeden Fall ein neues Team zusammenstellen. Auch wenn ich meine alten Pokémon liebe. Nur mal kurz erwähnen. Kremi, Level 67. Cool, warum nicht? Und haben wir gewonnen gegen Maastricht. Du hast meine Erwartungen übertroffen. Ja. Sollte ich auch. Boah, Alter, das ist voll krass, ne? Ja, ey. Hoho, ein Satz mit nix. Das war wohl nix. Du hast einiges auf dem Kasten. Okay, den finde ich auf jeden Fall sympathisch, den Typen. Der Meister hat zwar nicht alles gegeben, aber trotzdem kann ich es kaum fassen, dass die Neue gegen ihn gewonnen hat. Wer ist sie bloß? Ich bin nur der Champ von Gala. Ich bin überhaupt nicht wichtig. An deinem Kampfstil erkennt man, wie viel Fürsorge du deinen Pokémon entgegenbringst. Es mag vielleicht sein, dass du nur versehentlich bei uns gelandet bist. Aber solange du bereit bist, hart zu trainieren, bist du hier im Master-Dojo stets willkommen. Warte. Weiß er etwa, dass wir nur versehentliche sind? Na egal. Trainiere fleißig an der Seite deiner Mitschüler. Helft einander dabei, stärker zu werden. Okay? Okay so? In diesem Sinne, hier ist dein Dojo-Set. Da-da-da-bam-bam-bam-bam! Muss ich es anziehen? Ich hoffe nicht. Oh doch, ich muss. Schade. Hey! Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Nur Dutz stehen mir halt nicht so. Mit dieser Kleidung bist du jetzt offiziell eine Schülerin des Master Dojos. Hey Neuling! Wenn du dich hier umziehen möchtest oder eine kurze Pause brauchst, kannst du das Zimmer da drüben nutzen. Ach, ist das nicht dufte? Mit der Ankunft von Maike haben wir endlich die maximale Schüleranzahl erreicht. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens, oder zumindest des Trainings. Jedem von euch werden nämlich 3 Prüfungen gestellt. 3 Prüfungen? Ach, wir haben auch auf eine bestimmte Schüleranzahl gewartet? Wer alle 3 Prüfungen bestanden hat, erhält die Geheimrüstung des Dojos, mit der einem, der jeder Sieg sicher ist. Eine Geheimrüstung? Die muss ich haben! Das hört man gerne. Dann erkläre ich euch jetzt, was es mit der ersten Prüfung auf sich hat. Entschuldige bitte, Meister, aber ich habe bis heute noch kein Dojo-Set erhalten. Warum darf dieser Grünschnabel vor mir eins sein eigen nennen? Diese Ungerechtigkeit erschüttert mich zutiefst. Ach, habe ich das tatsächlich vergessen? Hoppala, mein Fehler. Hätte extra Hoppala gesagt, nicht Hoppla. Okay, er hätte Hopplo sagen müssen. Aber keine Sorge, ich habe noch ein Set für dich, Saverio. Ha, Hartnäckigkeit zahlt sich letztlich eben doch aus. Saverio-Halter... Leck! Wie, was in aller Welt? Es ist weg! Mein Jojo-Set ist verschwunden! Mann, Mann, Mann. Hä? Fleckmann! Was für ein Tempo! Waren das eben etwa diese Fleckmann? Ich hab noch nie so flinke Fleckmann gesehen. Halunken, wenn das kein Trickbetrug ist, drückt sofort meine Dojo-Bekleidung wieder raus. Fleckmann? Man muss dazu sagen, Gala-Fleckmanns sind im Vergleich zu normalen Fleckmanns nicht lahm. Mann! Wie man sehen kann. Stehen geblieben, ihr niederträchtigen Diebe! Ups. Da habe ich wohl etwas zu früh aus ihren Pokémon gelassen. Meister, was war das eben? Das, mein Lieber, war der Startschuss zur ersten Prüfung. Es geht darum, diese 3 fantastisch flinken Fleckmon, die ich eigentlich trainiert habe, einzuholen und zu besiegen. Also was ähnliches wie Porenta in Gen 2, oder wie? Wo ihr schon dabei seid, könnt ihr auch gleich Saverius Dojo-Set zurückholen. Was? Gut, alle Klarheiten beseitigt. Dann macht euch mal auf die Socken. Alle wie gucken. was? Oh, Zuro-Keks. Süß.
Damit geht's nun richtig los. Möchtest du deine Feuerkleidung anziehen? Ja, eigentlich schon. So. Kann man immer wieder das Dojo-Set? Und schon bist du bereit. Finde die fantastisch flinken Fleckmon. Kann ich das immer wieder anziehen eigentlich? Oh nein, falsches. Ich dachte, das wäre ein Beutel. Sorry, guys. Da ist der Beutel. Ist das kein... Ist das hier nicht so ein Item? Ist das hier kein... Okay. Anscheinend nicht. Anscheinend sind das ganz normale Klamotten oder so. Was möchtest du tun? Pokémon heilen. Hä? Es ist einfach nur eine kleine Kabine? Okay, das ist echt lame. Hey, damit müssten alle Vorbereitungen abgeschlossen sein. Dann muss ich nur noch den Knopf hier drücken. Oh, er ist stehen geblieben. Ihm scheint es an Strom zu fehlen. Da müssen wohl ein paar Watt her. Okay. Können wir hier noch was machen? Eine aus Trödel zusammengebaute Maschine, die wie ein Pokémon aussieht, wie ein Ugel. Haben mein Roboter dein Interesse geweckt? Nein. Pah, Banausen. Kommen wir später zurück. Oh lol, Schallquap. Und ein paar Pokebälle, I guess? Krasser Junge. Okay, komm, machen wir weiter. Können uns ja später ein bisschen umgucken. Langweilt euch ja eh wahrscheinlich nur wegen mir. Weil ihr alles sehen wollt und ich so lange brauche. Stehen geblieben! Oh, die rennt zum Turm hin. Oh, die sind schon lustig. Die sind aber nur so schnell. Das sind eigentlich normale Fleckmons. Die wurden aber von dem Geruch von einer Galanus angelockt. Und die fressen die und verlieren dadurch ihren Wassertyp. Und sind nur noch Psycho und haben irgendeinen so einen gelben Fleck. Und sind irgendwie schneller. Viel, viel schneller. Als normale Fleckmons. Weil Fleckmons sind lahm. Die bewegen sich so schnell. Aber Zeitlupe von diesem schnell hier, wie ich gerade bewege. Ja, die sind sehr langsam. Die hatten vielleicht einen Zahn drauf. Das sind sicher keine gewöhnlichen Fleckmon. Vielleicht waren sie auch einfach neidisch und wollten selbst gerne das Dojo-Set tragen. Ich wüsste nicht, wie das funktionieren sollte. Oh, hier müssen wir später nochmal hin. Ja, ja, ich erkenne diesen Ort. Hier geht es um Kampfplatz. Dieser Ort ist für Schüler des Masterdojos quasi heilig. So gerade nur, wer in der Absicht kommt, dort Kämpfe aufzutragen. Also ich dachte noch nicht. Oh, lol, okay. Selbst die sonst so dösigen Fleckmon werden flink und agil, wenn der Meister sie trainiert. Ja, wenn er ihnen ein paar Galanüsse gibt. Ich kann mir vorstellen, dass du als Neuling noch ein bisschen nervös bist. Aber mach dir keinen Kopf. Hier sind alle total nett zueinander. Okay. Ja, reden wir nochmal hier kurz ein bisschen. Yo. Hehe. Du hast also das nötige technische Verständnis, um meine Erfindung schätzen zu können. Kein Wunder, sie ist mit ziemlicher Sicherheit der größte Durchbruch des Jahrhunderts. Ich nenne sie den Ogelmator. Der Ogelmator wird unsere Vorstellungen des Recyclings revolutionieren. Es gibt da nur ein Problem. Ihm ist leider der Strom ausgegangen. Ich bräuchte einfach nur genügend Watt, um ihn in Betrieb nehmen zu können. Aber Mom will mir von ihrem Watt partout nichts abgeben. Ich hab ein bisschen. Und hat sich mein EP-Pin bisher schon als nützlich erwiesen? Kann ich ihm Watt geben? 500 Watt ist alles, was ich brauche. Dann könnte ich den Ogelmator sofort in Betrieb geben. Ja. What? Einfach so? 500 Watt damit müsste ich normalerweise ziemlich viel Zeit draußen verbringen und ein bisschen Pokémon Go spielen und da spielt ja irgendwie niemand. Aber für dich, wie war noch gleich der Name? Maike? Für dich scheint das ja kein Problem darzustellen, wie? Dann wollen wir deine Watt mal in den Ogelmator einspeisen. Voll Energie! Hehe, perfekt. Wenn du 4 Items, die du nicht mehr brauchst, in den Ogelmator gibst, erschafft er daraus ein neues Item. Du könntest es zum Beispiel mit 4 Exemplaren der Aprikokos versuchen, die an den Bäumen der Rüstungsinsel wachsen. Wer weiß, vielleicht kommt dabei ja ein total seltener Pokémon raus? Aber man kann den Meister mal bekommen?
Und weil er so nett war, deine Vater in meinen Urgelmaler zu investieren, darfst du ihn sogar umsonst benutzen. Boah, geil. Synthetisieren. Es gehen nur Bären. Ja, lass mal Bären machen. Ja, okay, gibt es hier noch irgendwelche Items, die machen kann, aber es ist auch egal. Machen Bären. Was habe ich denn ganz viele von? Hier eine Giefebeere, eine Zitrobeere, obwohl Zitrobeeren. Kann ich nochmal zurück? Ja, kann ich. Giefebeere. Füllt die Beere im Notfall die KP eines Boomen auf? Okay. Zitrobeeren sind gut. Diese Beere steckt diese Ungleichheit, verringert. Ja, lass das hier noch rein tun. Japa-Beere. Hier eine Lapusbeere. Let's go. Bevor die Synthese beginnen kann, muss der Spielstand gespeichert werden. Jetzt speichern. Okay. Daum. Synthese abgeschlossen. Brandstempel? TP88? Was? Ach, den TM. Rempelattacke mit brennendem Körper. Je schwerer der Anwender im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker ist. Ah, Schrott. Also für mich zumindest. Für die erste Prüfung musst du den fantastischen flinken Fleckmann hinterherjagen. Vergiss nicht, ihn bei der Gelegenheit auch gleich das Dojo-Set wieder abzunehmen. Man sieht sich. Okay. Dann machen wir das doch mal. Wir haben noch, ja, ca. 10 Minuten für diese Folge. Das sollte reichen. Wir erkunden jetzt diesen Ort weiter mit unserem stylischen neuen epischen Outfit. Wo wir schon glitzern. Balsamsumpf. Der Balsamsumpf. Ah ja. Ich bin viel zu viel gerannt. Meine Beine fühlen sich wie Wackelpudding an. Hätte ich bloß ein Fahrrad, damit könnte ich die fantastisch flinken Fleckmann locker einholen. Lecker und locker. Lol. Oh, Taurus Fake und ein. Ah, dieses Skorpion aus Gen 4. Wo ich den Namen vergessen habe. Und da rennt eins. Oh, Felino! Süß. Wir gucken uns mal ein bisschen um, Leute. Ich hoffe, das ist okay für euch. Gott, die leckt es irgendwie ein bisschen. Ist halt Schwert und Schild. Was erwarte ich? Da hinten rennt einer. Ja, komm. Komm, zack! Eigenes Theme. Oh, eins der fantastischen flinken Fleckmann. Wie sieht es um das Soju-Set zu bekommen? Bitte, bitte, bam, 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 bam. Bitte, bam, bam, bam. Es ist nur Psycho. Psycho. Bitte, bam, bam. Kehrtwende. Ne, ich nehme Kursi. Kann Kursi auch noch ein bisschen gehighlightet werden. Psychopus. Geistattacken. Regentanz? Was bringt dir der Regentanz? Du hast keine Wasserattacken, Bro. Slow, Bro. You're so slow, Bro. Die Bürde. One-Hit KO. KO! Und kann der braucht's auch nicht. Nein. Du nimmst Saverius Dojo-Jacke an dich, sorry. Zwei fantastisch flinke Fleckmann fehlen dir noch. Die FFF. Da drücke ich einfach nur F. Da glitzert noch was. Hier im Wasser irgendwo. Hier. Ein Hypertrank. Jo, warum nicht? Hey. Oh Leute, was ist denn hier los? Ich habe hier jeden Winkel der Höhle abgesucht, aber weit und breit keine Spur von den fantastisch flinken Fleckmon. Dann wollen wir uns das auch selber mal anschauen hier, ne? Was gibt's denn hier so? Flurmilz. Ein paar Zubat-Fakes. Sonst gibt's hier nichts. Okay. Oh, ich schmerbe. Das ist eine Trainerin. Okay, also dieser Ort ist ziemlich groß. Ich weiß gerade nicht, wie groß im Vergleich der normale Naturzone ist, aber wir werden uns hier noch demnächst alles anschauen.
auch die normale Naturzone, denke ich, gucken wir uns irgendwann auch nochmal an. Vielleicht in einem Stream oder so. Ich muss mal schauen. Hier ist der TM. Lehmbrühe. Ist okay, aber. Als TM? Ich weiß ja nicht. Okay. Hier kriegen wir ein Fiaro. Fiaro ist gut fürs Brüten. Ja. Na, fällt mir jetzt zunächst zu Fiaro ein. Und ein Giftschleim habe ich gerade gelesen. Lol. Und das noch eins. Bam! Hab ich dich. Brumm. Nee. Bam 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 bam. Ich hab halt nichts mit meinem Gift, Bro. Deshalb muss ich die ganze Zeit zu Kursi wechseln. Dann dauert das immer so lange, bis ich angreifen kann. Bliblablub. Na komm, beeil dich. Warum sind die Animationen in diesem Spiel so lang? Und so lahm und bäh. Die Psychokinese macht nichts. Bam. Ye dead boy. Nice. So, durch Muschelglocke sind wir wieder vollgefüllt. Und da haben wir das zweite Mitglied von den fantastisch flinken Fleckmon besiegt. Dojo Shirt und Dojo Shorts haben wir bekommen. Was fehlt denn jetzt noch? Oh, das Schlurp. Hier im Baumstamm vielleicht noch irgendein Item? Nee, okay. Dressella! Dressella ist süß. Sehr süß. Also das Spiel gibt auf jeden Fall einem die Gelegenheit, alle Pokémon zu fangen. Bis, also zumindest bis Ende des zweiten DLCs. Rüstungserz. Gibt es einem Sammler auf der Insel? Passiert was Gutes? What? Was? Was? Hä? Okay. Muss man mal schauen. Ist Nick da? Nick da? Nee, Dick da hinten. Okay. Ja, nein. Machen wir weiter, das ist ein Morlord und das ist Velino. Schon verstanden. Jojo. Oh, das Pokémon ist süß. Ist aus Sonne und Mond, glaube ich. Ich würde sagen, das letzte Fleckmon fangen wir uns jetzt noch. Zack. Bisschen besiegen wir noch. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Wie gesagt, Daily Uploads. Ich guck mal, vielleicht mache ich auch zwei Folgen an einem Tag immer. Das kann man noch nichts versprechen. Aber ich gebe mein Bestes. Also bisher muss ich sagen, 30 Euro bisher noch nicht wert, aber ist auf jeden Fall sehr cool. Und ich habe hier falsche Attacke eingesetzt, aber müsste trotzdem down gehen. Hoffe ich mal. Bitte geh down. Ich habe außerdem A gespammt, weil ich keinen Bock habe auf diese langweiligen Kämpfe, weil die sind eh One-Hit immer. Oder? Wow. Die überlebt das. Was ist da denn? Eine Galanus? Ne, eine Seilkabere. Was für Seilkabere? Bruder, halt's mal. Warum will er mich die ganze Zeit heilen? Er setzt die ganze Zeit Heilwoge ein. Okay. So, da ist er down. Die fantastisch flinken Fleckmons, FFFs, sind da. Fleckmon! Handschuhe und Beinbekleidung. Geht zu Meister Maastricht und erstatte ihm Bericht. Alles klar. Machen wir dann in der nächsten Folge. Wir gucken uns noch ein bisschen um hier. Oh, da glitzert was. Und hier ist ein Pokéball. Mit Ausdauer drin. Ist keine gute Tim. Okay. Glitzer, Glitzer. Wo geht's denn noch weiter? Du musst aber sehen. Guck mal, manchmal läuft das Spiel ein bisschen flüssig. Poke, wow. Und manchmal ist das Spiel so mega mlang. Okay, das ist dieses neue Fisch-Pokémon. Ein paar Watt. Eine weitere Flingfeder. Okay, gut. Sind durchgekommen. Und da wird es wahrscheinlich dann gleich in der nächsten Folge oder so weitergehen.
Ach Gott, wollte ich gar nicht. Na egal, wenn wir schon dabei sind, können wir Kurelei schon mal fangen. Also zumindest, wenn es klappt. Dann können wir es ja mal fangen. Ganga, dang, bada, bada, gang. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge im Master Dojo wieder, Leute. Wenn es euch gefallen hat, würde mich eine positive Wertung freuen. Und das wird mir zu blöd hier. Und dann sehen wir uns sehr bald. In weniger als 24 Stunden. Dürfte ich bitte fliehen? I want nach beenden the Folge. Digga. Reicht dann mal. Junge, reicht dann mal. Was? Okay. Wir gehen doch nochmal down am Ende. Ja, Leute, komm, ich will euch nicht langweilen. Haut rein. Bis dann. Und ciao.